this week we're exploring more of NBA. Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Rubin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal NBA 2K24. Was für meine Tochter ist, und da habe ich gedacht, man kann mal gleich mal ein Video drüber machen. Ich werde grottenschlecht dran sein, weil ich euch schon prophezeien. Features. Effekte, Hallenlautstärke.
Ich hoffe, das ist besser als beim letzten mit den ganzen. Da sieht jetzt geht's wieder, aber eben sah die Grafik nicht so doll aus. Kann ich aber nicht überspringen, das gibt's garantiert. Also für euch wird es garantiert jetzt lautlos sein, weil es garantiert wieder Content-ID gibt. Ich kann so leider nicht überspringen. Ach, wir fangen erstmal an, statt anzuzocken, oder? Willst du mir denn das jetzt noch zeigen? Ey, ist doch nicht. Ey, willst du mich. Das ist ja auch bescheuert draufgelegt. Wenn du R3 drückst, dann kommt das. Campus jetzt jemand da weiter wie seine Stadt uns bewegen und dann. Alle andere Spieler sind das da. Ach, das ist jetzt online. Ah, okay. Yo, MP, what's up, man? What up? Joining an affiliation yet? Nah, bro, that's why I'm here. Then. Okay, that's interesting. But I'm still not sure what I want to do yet. That's all right. You don't. Down, what it do? MP, you ready to join? Just finish those requirements, then come back and I'll get you all set up. Schneller hin, ja, mit R2.
Wow, MP? What's up, man? So grottenschlicht. Die Grafik sieht auf jeden Fall, also
Vom Anfang, wo es dann so reingezoomt hat, sah der nicht so doll aus. Aber jetzt beim Spielen sieht es schon gut aus. Mit dem Campus, das ist meine Karriere, das ist schon eine nette Idee. Hier haben wir dann noch mein Team. Ich bin jetzt schon bei 23 Minuten in der Uhr. Ja, meine Große wird sich freuen. Are you ready to build the team of your dreams? Here, you choose your lineup. And you choose how to play. Collect the legends of the game. How would you build around them? Weil die Black Mamba Edition, die ist für PS4 und PS5. The duo of Zion Williamson and Vince Carter on the floor. Die anderen beiden, gibt noch die Cobra Bryan Edition, die ist für PS5. Und dann die Cobra Bryan Edition für PS4. Kostet einmal 79 Euro für PS5, 69 Euro, ich habe mich jetzt abgemeldet, dass ich die Preise sehe, 69 Euro für PS4 oder halt die Black Mamba Edition, die wäre dann 99,99 und das ist wieder was, was mir überhaupt nicht gefällt. Also ich weiß es nicht, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt. Aber wenn man da irgendwelche Pakete immer wiederholen muss oder so. Also das ist, also ich möchte eigentlich alles im Spiel erreichen. Und nicht halt mit irgendwelchen Kartenpacks immer. Ja. Wir gucken nochmal. Produktanzeigen. Bis jetzt gibt es noch nichts. Am 8.9. veröffentlicht, also keine DLCs, also kann man auch kein Geld kaufen. Das klingt schon mal sehr positiv, dass man das alles im Spiel erreichen kann. Aber ich weiß nicht, warum man das jetzt irgendwie so mit den Kartenpacks immer darstellen muss. Teamname. Ja,
Alter. Detroit wäre nicht schlecht. Wegen Autostadt. Phoenix. New York. New Orleans. Nashville. Oh, Berlin ist auch mit bei. Denver. Detroit. Ach, na komm, denn immer Berlin. Scheißegal. Berlin. Abkürzung. Ach, ich habe die PlayStation Plus, habe ich ja schon einiges aktiviert gehabt, genau. Also wenn ihr PlayStation Plus seid, da gibt es halt PlayStation Plus Pakete. Also wenn ihr fängt bei der normalen PlayStation Plus Mitgliedschaft gleich schon an. Das nennt sich, oh wie nennt der das sich, PlayStation Plus Exklusivpakete. Da kriegt ihr für Fortnite, jetzt hier NBA und Haufen und Spiele gratis DLCs, die halt nur für PlayStation Plus Mitglieder sind. Wie Rüstung, Waffen, je nachdem von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ungeöffnete Packs einlösen. Ja, dann machen wir mal hier gleich die ungeöffneten Packs auf. Klein anfängt und alles nach und dann rufen kann und dann.
würde sagen, er wartet auch. Ich habe genug Grafik gesehen und ich habe genug verstellt und eingestellt und garantiert viel Blödsinn gemacht. Habt ihr es gelesen? Season 1 stand wieder ein bisschen, sah wieder ein bisschen pixelig aus. Aber jetzt so im Match, die Grafik sieht sehr gut aus. Von den Spielern her und vom Boden und von den Wänden und alles. Wer bin ich denn? Achso, ich bin ja mit dem Blauen. Nee, bin ich nicht. Ich bin eigentlich, okay. Eigentlich mit dem weißen Trikot. So, das ist jetzt gerade langsam, weil ich langsam eingestellt habe. Okay. Ach, ich krieg das nicht hin mit dem Kopfhof hier, die Scheiße. Blöd dafür. Ich habe die Geschwindigkeit runtergedreht. Kann ich mal gucken, kann ich das jetzt hier eigentlich? Oder war der denn mit anderen? Beide nach vorne einfach, okay. Da und dann da. Das ist jetzt eine Steuerung, ey. Das war nicht für mich. Aber geklappt hat es nicht. Ich muss mir die Hauptinstellung dann vorne waschen lassen. Thank you.
schneller sein. Ich zeige euch gleich dann auch noch mit diesen Explosivpaketen. Knopf X und dann machst du irgendeine Aktion und du musst ja dann halt wieder vor, ihn nach vor, ihn nach zurück und also das ist nicht für einen alten Mann für mich. Meine Tochter wird damit super klarkommen. Super. Aber ich möchte mich jetzt doch nicht. So. Jetzt zeige ich euch das noch schnell. Ihr geht hier auf PlayStation Plus. Ja, das PlayStation 5 Menü ist jetzt ein bisschen lahmarschig geworden nach den ganzen Updates. So, dann geht hier oben auf Vorteile, hier, und dann könnt ihr hier runter gehen und dann seht ihr sämtliche Vorteile für die verschiedenen PlayStation Plus Pakete, ja, das ist jetzt die Premium, ja, das ist bei Essential mit drin und bei Normal, ja, also bei mir ist das alles hier, wenn ihr jetzt die normale PlayStation Plus-Stufe habt, dann ist bei euch nur Spielehilfe mit drin, Exklusivpakete, exklusive Rabatte und den Multiplayer, monatliche Spiele. Das ist bei euch nicht mit drin. Ja, das ist dann halt für PlayStation Plus. Wie heißt das? Essential? Das Premium und Essential. Ich komme mit den Dingern immer noch nicht klar. Und hier unten habt ihr dann halt die Exklusivpakete. Da geht ihr einfach drauf. Da werden euch leider immer halt erst welche angezeigt, hier oben. Da geht er einfach ganz nach hinten. Zack, alle Anzeigen. Dauert jetzt ohne natürlich ein bisschen was. So. Und hier habt ihr dann alle PlayStation Plus Pakete, die ja, für euch exklusiv sind. Und vielleicht haben wir Glück und es steht noch da. Nee, NBA steht nicht mehr da. Manchmal steht es dann noch eine Weile da, manchmal wird es nach einer Weile wieder rausgenommen. Aber ihr seht, jetzt hier steht es ja zum Beispiel nicht da. Ja, aber hier zum Beispiel, aber habe ich was ich nicht aktiviert habe? Hier ist zum Beispiel ein Exklusivpaket, was aber Geld kostet. Warum? Weshalb? Also, die normalerweise sind die alle free. Das muss ein Problem von Sony sein. Meine Stimme lässt nach. Hier zum Beispiel My Hero, das ist, was ich jetzt sowieso demnächst spielen will. Da geht ihr dann rauf und dann kostet das 0 Euro. Dann bestätigt ihr das. Bestätigen, Bezahlung bestätigen. Da steht da oben dann auch PlayStation Plus exklusiv kostenlos. So. Und dann steht da gekauft. So sieht es aus. Wir haben noch irgendwas, das ich euch dann noch erzählen kann. Ich aktiviere in der Regel immer alles. Hier zum Beispiel haben wir das auch noch nicht aktiviert. Ja, das sieht dann genauso aus. Einfach zack. Ja, bestätigen. Und fertig. Manchmal muss man was runterladen. Aber das habe ich ganz, ganz selten. Ich habe bei einem Spiel, wo man was runterladen muss. Normalerweise werden diese Pakete alle gekauft, beziehungsweise für 0 Euro ja gekauft und aktiviert. Und die werden euch dann online freigeschalten. Ja, also hier auch 0 Euro bestätigen. Ja, okay, bumm. Und dann geht aus in Einkaufswagen. Wird jetzt kurz 0 und dann steht dann da gleich gekauft. Manchmal braucht die PlayStation auch was länger. Kommt halt immer drauf an, da jetzt steht gekauft und den haben wir jetzt gleich auch hier. F-
Bearbeitung läuft. Ja. Und da ist halt dann, oh, ja, genau. So, okay. Und ihr braucht jetzt hier nichts runterladen. Seht ihr das? Passiert nichts. Und die werden automatisch nur online aktiviert. Also praktisch durch den Kauf aktiviert ihr das. Das Spiel weiß, dass ihr es aktiviert habt, weil das in eurem Konto hinterlegt wurde. Und dann habt ihr die Packs, Backpacks und könnt die dann ganz einfach runterladen, also ganz einfach benutzen. Ja? So, das, ich bin jetzt aber schon bei einer Stunde. Das soll es jetzt auch für das Sportspiel gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin nicht so gut da drin. Überhaupt nicht gut drin. Aber ich habe gedacht, wenn ich das zur Tochter hole, dann zeige ich euch das auch. Meine Tochter ist da immer auf so was ganz heiß, auf Fußball manchmal und Skatespiele und so was. Das ist so eher ihr Ding. Ja, und deswegen. So, dann würde ich mich jetzt auch verabschieden. Däumchen wären Träumchen. Ich werde so, wie ich es jetzt hier vor mir habe, werde ich es hochladen. Mit HDR. Deswegen seht ihr auch keine Kamera. Es ist 4K HDR, was ich aufnehme hier. Mit 60 FPS. Und so lade ich das hoch für euch. Ihr könnt es natürlich nur auf einem 4K HDR-fähigen Monitor, Fernseher hätten. Angucken, wenn ihr das nicht habt, wird es automatisch die Grafik natürlich runtergestuft. Ne? So, aber das dauert garantiert jetzt hier wieder 3 Tage, bis das bei YouTube dann noch verarbeitet. Das Hochladen dauert ewig und bis das bei YouTube verarbeitet ist. Ach, Herr Löw. So, nichtsdestotrotz verabschiede ich mich jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, hat euch gefreut. Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Das ist euer Odin.